zur ersten gesetzten Frage der Fraktion Die Linke. Frau Dr. Hiller, bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Der regierende Bürgermeister hat Gespräche mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem DOSB, mit dem Präsidenten Herrn Hörmann geführt, über deren Inhalt öffentlich nichts bekannt wurde. In deren Folge jedoch durch den DOSB ein Fragenkatalog nach Berlin und Hamburg geschickt wurde, der in der Bewertung dann dazu führen wird, zu entscheiden, welche Stadt 2024 als deutsche Stadt in das Rennen für die Bewerbung für Olympische Spiele geht. Ich frage daher den Senat, wie werden Sie die Fragen 8 und 9 dieses Katalogs, der bis zum 31. August zu beantworten ist, beantworten? Und damit Sie wissen, um welche Fragen es geht, und auch das Parlament das weiß, Frage 8 ist, wie stehen Parlament und Regierung einer möglichen Bewerbung ihrer Stadt gegenüber? Und Frage 9, eine Olympia-Bewerbung braucht die Unterstützung und Akzeptanz der Mehrheit der Menschen. Wie steht die Bevölkerung Ihrer Stadt zu einer möglichen Bewerbung? In welcher Weise würden Sie sich der Zustimmung einer Mehrheit der Bevölkerung in Ihrer Stadt und in ganz Deutschland versichern? Das ist doch jetzt mal interessant. Ja. Ich nutze mal die Gelegenheit, auch für die nachfolgenden Fragesteller noch mal auf unsere Geschäftsordnung hinzuweisen. Die Frage muss ohne Begründung kurz gefasst von allem gemeinen Interesse sein, eine kurze Beantwortung ermöglichen. Sie darf nicht in Unterfragen gegliedert sein. Wer antwortet für den Senat? Herr Senator Henkel, bitteschön. Ja doch, ganz locker, ganz, ganz locker. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Hiller, die Dinge, die Sie eingangs erwähnt haben, sind richtig. Es gab ein Gespräch des DOSB-Präsidenten mit dem regierenden Bürgermeister. Wir haben immer deutlich gemacht als Senat, dass wir sehr zufrieden sind mit der Entscheidung des DOSB, der sich dafür ausgesprochen hat, die Olympischen Spiele nach Deutschland zu holen und entsprechende Gespräche zu führen. Sie wissen, dass es zwei Städte gibt, die in der Entscheidung des DOSB eine Rolle spielen. Das ist Hamburg und es ist Berlin. Und es ist richtig, dass dieser Fragenkatalog an beide Städte versandt wurde. Dieser Fragenkatalog umfasst 13 Fragen. Die zentralen Fragen sind nicht die aus meiner Sicht, die Sie gestellt haben. Die zentralen Fragen sind 13 Fragen, die allesamt für sich genommen für den DOSB wichtig sind. Sie haben sich jetzt auf zwei Fragen kapriziert. Sie hätten auch fragen können, welche Rahmenbedingungen herrschen in beiden Städten und wie sind die internationalen Erfolgsaussichten. Auch das ist Gegenstand des Fragenkatalogs. Und insofern würde ich vorschlagen, es ist doch, das haben wir beide übrigens bei einer Veranstaltung in dieser Woche bilateral besprochen, wir können es jetzt hier nochmal machen. Der Senat von Berlin ist sich einig, dass wir für Olympia bereit wären. Der Senat ist sich einig darin, der regierende Bürgermeister und ich und der Senat sind sich einig darin, dass es eine Entscheidung pro Olympia gegen die Berliner Bevölkerung nicht vorstellbar ist. Dann würde ich noch mal darum bitten, dass Sie mir die Frage 9 noch mal stellen. Die Stimmung hier im Abgeordnetenhaus würde ich mehrheitlich so einschätzen, dass eine Mehrheit dafür wäre, Olympische Spiele nach Berlin zu holen. Die weitere Frage, Frau Hiller? Also, noch einmal, gegen die Bevölkerung wird es nicht geben. Ich denke, dass dieser Senat auch aus den Fehlern der 2000er-Bewerbung gelernt hat. Zweitens, ich glaube, es gibt eine politische Mehrheit hier im Haus, die für eine Olympia-Bewerbung wären, wenn die Bedingungen stimmen. Noch einmal, die Fragen 8 und 9 sind nicht die zentralen. Es gibt 13 zentrale Fragen. Der Antwortkatalog wird von uns bis zum August beantwortet werden. Wir können dann selbstverständlich auch in den Gremien darüber diskutieren. Das sollten wir auch tun. Aber Sie sollten nicht unterstellen, dass wir eine Bewerbungsinitiative losstarten, die an den Interessen und Bedürfnissen der Berlinerinnen und Berliner vorbeigeht. Wer Olympia will, der muss sich eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses sicher sein. Um dieses herzustellen, muss man überzeugen. Man muss überzeugende Kommunikationskonzepte haben. Man muss aber vor allem auch überzeugende Konzepte haben, wie man mit welcher Infrastruktur Olympia in die Stadt bringen kann. Daran arbeitet der Senat. Seien Sie da
sicher, dass wir diese Fragen entsprechend beantworten werden. Und es wäre schön, wenn Sie neben aller Kritik, die man an diesem Projekt haben kann, insgesamt Olympia auch zu Ihrer Sache machen würden. Denn wenn es darum geht, eine breite gesellschaftliche Basis zu schaffen, dann ist die Politik auch wichtig, und zwar nicht nur die Haltung der Regierungsfraktion, sondern die aller hier im Haus. Und es wäre schön, wenn Sie uns dabei unterstützen würden. Vielen Dank. Für erste Nachfrage Frau Dr. Hiller. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Eine Möglichkeit, meine Meinung kundzutun, gab es bisher parlamentarisch nicht. Es gibt dazu keinen Vorgang. Alles war sehr intransparent und fand nicht öffentlich statt. Und meine Frage lautete, wie stehen Parlament und Regierung einer möglichen Bewerbung gegenüber? Und um es deutlich zu sagen, wie wollen Sie bis zum 31. August rauskriegen, wie dieses Parlament ganz konkret zu einer Bewerbung steht? Sie haben dafür bisher nichts getan, um Öffentlichkeit zu schaffen. Herr Senator Henkel, bitteschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Hiller, mal abgesehen davon, dass ich nicht sicher bin, ob das eben eine Frage war, will ich auch darauf hinweisen, dass bei Ihrem Intransparenzvorwurf es eine Fülle von Fragen der Abgeordneten Hiller gibt zum Thema Olympia, die wir alle sehr transparent und öffentlich beantwortet haben. Und die zweite Nachfrage kommt vom Kollegen Zillig. Bitte schön. Also ich gehe dann jetzt mal davon aus, dass wir vor der Sommerpause noch eine Senatsvorlage zu diesem Thema sehen, dass das Parlament sich dazu verhalten hat. Aber meine Frage ist, in diesem Fragenkatalog, über der Beantwortung dieses Fragenkatalogs muss das Land Berlin finanzielle Verpflichtungen eingehen. In welchem Umfang und in welcher Art und Weise und wie eingebaut in die Haushaltsplanung wird der Senat von Berlin bei der Beantwortung dieser Fragen finanzielle Verpflichtungen eingehen? Herr Senator Henkel. Herr Präsident, Herr Professor Zillig, Sie haben beim letzten Mal, glaube ich, eine ähnliche Frage gestellt. Ich habe darauf hingewiesen, dass es sich um ein nicht rechtsverbindliches Verfahren handelt im Augenblick bei der Beantwortung der Fragen. Sie wissen, dass Bewerbungen für Olympia Geld kosten werden. Die Beantwortung der 13 Fragen allerdings kosten zunächst mal kein Geld, sondern nur das Porto, was wir ausgeben müssen, um die Fragen zurückzusenden.